Mein Name ist Ole Weller. Ich bin 25-facher deutscher Boxmeister, 10 Jahre Amateurmeister, 15 Jahre Boxmeister bei den Profis, war 10 Jahre Welt- und Europameister bei den Profis und war Vize-Europameister bei den Amateuren und Vize-Weltmeister und Weltcupsieger. Bei den Amateuren, ich habe 136 Mal für die deutsche Nationalmannschaft geboxt und war 10 Jahre lang Boxer des Jahres in Deutschland. Was hat Sie heute nach Wuppertal gebracht und wie sind Sie auf das Sommerfest gekommen? Ich bin eingeladen worden von meinem Freund Roland, den ich schon sehr lange kenne, und deshalb bin ich in Wuppertal. Wie sind Sie auf den Verein UFUS aufmerksam geworden? Ich bin über Rolands Freund aufmerksam geworden auf den Verein, der glaube ich Präsident des Vereines ist. Und da ich mich schon immer für Kinder interessiert habe, selber zwei Kinder habe und mich auch schon immer engagiert habe, würde ja logischerweise hier mitmachen, um den Jungs zu trainieren, den Jungs irgendeine Sportart zu lernen. Ich war ein guter Boxer, ich war auch ein sehr guter Fußballspieler, ich war 9 Jahre Judo-Meister, ich habe gerungen, ich habe alles, was mit Sport zu tun hat. Ich habe heute noch den Punkteschulrekord in den Bundesjugendspielen in meiner Schule, in der ich war. Dann nochmal die Frage, wie konnte denn Ihre Unterstützung aussehen? Meine Unterstützung würde so aussehen, dass ich mir die Jungs mal so ein paar Tage verbringe, wenn ich irgendetwas mache, was die Leute halt gerne oder was die Jungs gerne machen möchten, und dann denen Geschichte erzählen, was gut ist, was schlecht ist, wie sie nicht werden sollen. Und ich glaube, da kann ich eingreifen. Das heißt, Sie können Ihre Erfahrungen dann auch weitergeben? Genau, ich kann meine Erfahrungen weitergeben und weiterleben. Mhm. Ja, dann sage ich schönen Dank. Wunderbar.